In den vorherigen Kapiteln haben Sie die freien Lizenzen in der Theorie kennengelernt und jetzt geht es an die praktische Umsetzung. Die dafür verwendeten Kürzel und Verlinkungen mögen auf den ersten Blick durchaus kryptisch wirken, aber dahinter verbirgt sich eine nicht übermäßig komplexe Struktur, die Sie jetzt kennenlernen. Wir möchten Ihnen dafür die Tulu-Regel vorstellen, die eine Eselsbrücke darstellt, und diese Brücke funktioniert in zwei Richtungen. Erstens, wenn ich ein Material unter freier Lizenz verwenden will, wenn ich also der Lizenznehmer bin, dann kann ich mit Tulu einen Lizenzhinweis verstehen, den jemand anderes mit diesem Material bereitgestellt hat. Und wenn ich zweitens dann selbst einen Lizenzhinweis anfertigen will, weil ich ein eigenes Material oder ein wiederverwendetes Material von anderen weitergeben möchte, wenn ich also der Lizenzgeber bin, dann kann ich mit der Tulu-Regel den notwendigen Lizenzhinweis selbst formulieren. Die Tulu-Regel ist deswegen das wichtigste Handwerkszeug, wenn Sie OER verwenden wollen, unabhängig davon, ob Sie ein Material von anderen nutzen oder Ihr eigenes Material teilen wollen. Außerdem bekommen Sie in diesem Kapitel noch einige Tipps für Ihre erste eigene OER-Veröffentlichung und zwei Exkurse. Dabei geht es erst um die Frage, was OER mit Nachhaltigkeit von Lernmaterialien zu tun hat. Und danach vertiefen wir noch das Thema, welchen hilfreichen Stellenwert OER für inklusives Lernen haben kann. Los geht's!